Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft. Es ist ein bisschen her, zwar nicht für euch, aber für mich, denn ich habe das letzte Mal vor 4 Wochen Minecraft aufgenommen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht in der Zwischenzeit ein bisschen Minecraft gespielt habe für mich privat, aber keine Sorge, nicht hier auf der Welt, sondern einfach für mich privat, ohne euch. Ja, ganz unverfroren, ganz links, und ich glaube, ich mache aber erst nochmal Rast hier. Und wie ihr seht, wir haben noch alles dabei. Ich habe nur irgendwas eben weggeworfen, ich weiß nicht mehr genau was, als ich beim Brot eingestiegen bin. Habe ich irgendwie die Taste verrafft, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, und hier habe ich eben mal noch schnell, bevor ich gestartet habe, als Wegmarkierung ein paar Fackeln angebracht, damit ich das nachher wiederfinde. Denn ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, doch erst Folgendes zu tun. Ich werde erst die Buffalo Bill Experience machen und nicht zum Wrack gehen und zu der, ja, ich sag mal, zu der, zu der Schlucht, die unter dem Wrack ist, denn ihr habt ja gesehen, da unten ist allerhand los und ich weiß nicht, ob ich mit meiner aktuellen Ausrüstung, die mehr schlecht als recht, wie gerade die gerade ist, sehe ich gerade, ich sehe gerade so einiges, ja, vor allem mein Deutsch ist gerade schlecht, so, dass ich mit dieser Ausrüstung, glaube ich, nicht dort reingehen werde, ja, und deswegen gehe ich, glaube ich, erstmal in die Minen und habe mir da schon ein bisschen was überlegt. Ja, genau, ich baue erstmal das Bett wieder ab. Ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt, was wir da machen könnten oder was ich da machen kann, um das Ganze ein bisschen sicherer zu gestalten und dass mir auch dann vielleicht eventuell das ganze Zeug nicht abhanden kommt. Ich werde nämlich ein Zwischenlager aufstellen. So, und dafür muss ich aber erstmal nach Hause und das ganze Zeug, was wir dabei haben, Sicherheit bringen und dann nochmal mit ein bisschen Baumaterial zurückkommen. Ich könnte auch die Sachen nehmen, die dort rumliegen. Aber ich denke... Huch. Nanu. War ich hier schon? Moment mal. Hier war ich doch noch nicht, oder? Nö. Hier war ich noch nicht. Warte, ich muss da unten drunter. Halt. Die Kiste steht ja meistens bei sowas immer unten drin. Warte mal. Kann ich da irgendwo von der Seite reinschwimmen? Schlecht. Irgendwo ist doch hier eine Kiste. Boah, ich brauche dringend Wasseraffinität oder irgendwas. Damit ich länger unter Wasser bleiben kann. Da sind zwar diese Lavasteine. Boah, wie komme ich denn... Da komme ich rein, ne? Warte. Muss mir den Weg genau abmessen, damit ich da nicht zu lange für brauche. So, da ist die Truhe. Oh, Schatzkarte. Jo, nehme ich. Danke. Ist da noch eine Kiste? Nee. Oh, fuck. Raus, raus, raus. Schnell. Ja, geschafft. So, wir haben eine Schatzkarte. Ach, Mann, warum? Wieso? Ich habe doch volles Inventar. Wieso habe ich schon wieder eine Schatzkarte? Ja, wir kommen wieder. Aber nicht mehr heute. Also, ja, wahrscheinlich nicht mehr an diesem Tag hier. So, warte, zurück. Noch eine Schatzkarte. Ich hab doch schon das Inventar voll. Mann. Ja gut. Wir kommen wieder. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann werde ich, bevor ich die Buffalo Bill Experience starte, nochmal eine kurze Schatzreise machen. Aber ich denke, das ist okay. Oder? Ich weiß nicht. Ja, es ist jetzt auch nur noch... Das ist so krass. Wir haben jetzt schon den 6. Dezember, wenn die Folge hier rauskommt. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder so viel aufnehme, dass ich ein gewisses Datum verpasse. Ich habe mir nämlich für Weihnachten eine Kleinigkeit überlegt. Jetzt nichts Großes. Also erwartet jetzt nicht von mir irgendwie den Schloss Neuschwansteinbau oder irgendwas. Ich frage einfach nicht. Den Nachbau von Schloss Neuschwanstein oder der chinesischen Mauer. Nein, das nicht. Aber keine Sorge, es wird trotzdem aufregend. Und ich hoffe, dass ihr daran Spaß haben werdet an der ganzen Sache. Und deswegen, ja, sind jetzt noch, ich habe jetzt ausgerechnet, 9 Folgen, glaube ich, ja, die ich jetzt aufnehme. Nicht am Stück wahrscheinlich, aber ich habe so viel im Voraus aufgenommen. Deswegen habe ich jetzt auch 4 Wochen Pause gemacht, weil ansonsten wäre ich auch irgendwann, ja, irgendwann nächstes Jahr im Februar, März hätte ich dann wieder Folgen aufnehmen können. Oder ich hätte das Minecraft-LP irgendwann, wäre dann in Absurdum abgedriftet, weil, ja, ich einfach so weit im Voraus ausgenommen hätte, hätte mich dann irgendwer was gefragt. In den Kommentaren hätte ich gesagt, ja, habe ich schon links gemacht, das und das. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ne? Ich habe jetzt zwar nicht so viele Kommentare immer, aber ich mag das irgendwie nicht, wenn man dann so viel im Voraus aufnimmt und meine Stimme ist auch noch nicht ganz wach.
dass man dann auf nichts mehr eingehen kann, beziehungsweise auch einfach vom Content her schon viel zu weit ist. Ne, ich unterhalte mich öfter mal mit einem Arbeitskollegen zum Beispiel über gewisse Sachen bei Minecraft und sage ich mal so, nee, hab ich schon gemacht. Weiß ich schon. Ja, das ist nicht so ganz toll irgendwie, ich weiß nicht. Ja, und man will ja auch ein bisschen up-to-date bleiben. Ich möchte ja nah dran bleiben und das geht halt nur, wenn man jetzt nicht unbedingt 50 Folgen aufnimmt und denkt, jo, so. Weil ich denke auch, dass Minecraft noch etwas länger gehen wird. Ja, ihr dürft euch freuen, Minecraft wird noch etwas länger gehen. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich insgesamt jetzt aufnehmen werde davon. Aber die Abenteuer von Gelson sind natürlich noch lange nicht vorbei. Und da wartet auch noch einiges. Deswegen kommen auch noch ein paar Folgen. Ich weiß nicht, ob das jetzt 300, 400 Folgen werden. Das glaube ich nicht, sagt er. Aber es ist halt das Schöne, dass man in Minecraft jetzt keine direkten Questziele oder irgendwas hat. Man kann einfach ganz locker drauf losbauen und sagen, so, ich mache jetzt heute das. Ich muss jetzt nicht unbedingt ins End gehen und direkt das Spiel durchspielen etc. Ich mache erstmal das und jenes und kann meine Kreativität ausleben und so weiter und so fort. Das ist einfach, ja, ne, es ist einfach schön und es ist so ungezwungen und so in der heutigen Zeit, weißt du, alles immer schnell und sofort und keine Ahnung und hier und da. Und hier kann man sich einfach mal ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen kreativ ausleben und so weiter. Das ist halt das Schöne an Minecraft. Es geht allerdings auch ganz schön schnell die Zeit flöten, muss ich mal sagen. Ne, wenn man da ab und zu mal guckt, wie lange man dann schon teilweise aufgenommen hat. Sag mal, wieso? Das tut mir jetzt sehr leid. Nein, das tut mir jetzt wirklich leid. Also ich habe jetzt echt nicht gesehen, dass der da ist. Warum hat sich der Delfin jetzt genau unter mein Boot? Ja, das tut mir leid. Naja. So, Schatzkarte. Warum? Achso, ja, weil ich das Boot noch in Benutzung hatte. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn eigentlich jetzt keinen Platz? So, und ich habe jetzt direkt den Kardinalfehler gemacht. Ich habe nämlich das Boot nicht hier drin geparkt, so wie es gehört. Weißt du, baut hier extra schönes Bootshaus und dann legt er trotzdem hier an. Weißt du, was bin ich denn für ein Mensch? Unglaublich. Nee. So. Ich lege jetzt aber erstmal die Sachen ab. Und dann überlege ich mir mal, weil ich möchte, wie gesagt, ein kleines Haus da unten bauen, also ein Lager mit Kisten und so weiter, damit ich nicht in die Bredouille komme und dann auch dann das Problem habe, dass irgendwann mein Inventar voll ist und wir immer wieder zurückreisen müssen, mache ich da so ein kleines Zwischenlager auf. So, ich habe jetzt hier die ganze Keramik. Wo tue ich die denn mal hin? Oh, Gottes Willen. Ich habe auch Zeug dabei, leider. Und ich habe auch Samen. Wobei, warte mal, Samen können wir doch bei Pflanzen machen. Ne, wo habe ich denn? Die Samen sind oben, glaube ich, ne? So, warte mal, ich habe doch hier noch eine nicht verwendete Truhe. Da packe ich jetzt mal die Keramik gerade rein. So, einfach mal gerade so. Ein bisschen Erz habe ich auch noch gesammelt. Das können wir auch mal eben weglegen. Das Gold brauche ich nicht. Den goldenen Apfel legen wir mal da rein. So, Leuchtbeeren, da kann man, glaube ich, so Ranken mit züchten. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, das kommt da oben rein. Die Leuchtbeeren, kann man die überhaupt essen? Ich habe keine Ahnung. Ich lege die erstmal hier rein, ne? So, die komischen Antriebsschienen, das ist auch Zeug, oder? Ja, ich glaube. Weil Schienen mache ich jetzt erstmal keine. So, dann haben wir die Bücher noch, die kommen weg. So, die Diamanten müssen noch zum Erz. Das bleibt, ich sortiere mal gerade ein bisschen. Ne? Das Boot kann ich noch lassen. Das ist Phrasen. Die Schatzkarte nehme ich gleich mit. Das nehme ich wieder mit. Das Bett nehme ich auch mit. Und den getrockneten Seetang lege ich, glaube ich, erstmal bei's Essen, oder? Ja, dann packen wir jetzt gerade noch das Erz weg. Das Erz. Ich kenne mein eigenes Lager nicht mehr. So lange war ich nicht mehr hier. So, Diamantes. Adelantes, Diamantes und Büchos. Büchos kommt wieder rüber in unser Magiezimmer. Ach, ich mag das immer noch so, ne? Und auch hier muss ich bei Gelegenheit mal ein bisschen was ändern. Denn ich habe wohl hier ein bisschen, naja, zu wenig aufgestellt. Beziehungsweise die Bücherregale sind nicht nah genug dran. Also die hier, die sind, glaube ich, zu weit weg. Die dürfen nur eine entfernt sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dadurch habe ich, glaube ich, zu hohe Magiekosten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich hatte da einen Kumpel darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich so nicht geht. Aber da muss ich nochmal genau gucken mit den Abständen und so weiter. Das machen wir aber nicht jetzt. So, den Sand lege ich noch weg.
den Sandemann. Und die Angel, die Reparaturangel können wir eigentlich auch hier lassen. Die brauche ich für die Wüstenexkursion nicht. Ach, ich habe die Bücher hier reingelegt. Die können wir eigentlich drüben bei die Zaubertische legen, oder? Ja, ich denke schon. So. Ach ja, erstmal ein bisschen aufräumen, sortieren, wenn man nach Hause kommt. Ihr kennt das ja, ne? Koffer auspacken. Zack, zack, zack. Alles wieder richtig machen, alles wieder einrichten. Ach ja, Trautesheim, Glück allein. So, dann legen wir die Samen noch oben ab und dann gucke ich mal, was ich an Holz mitnehme. Entweder schlage ich mir neues Holz oder ich mache... wo hatte ich denn die Samen hingepackt, sag mal? Da. So, wunderbar. So, das Essen müsste eigentlich noch reichen. 32 Ofenkartoffeln, getrocknete Seetang und wir haben ja noch 5 auf Halde. So, die Schatzkarte, die nehme ich gleich. Wir haben noch genug Erz, wir haben Stickies genug. Ja, das müsste reichen. Wir nehmen ja sowieso Holz mit. Für das Bau. Für das Bau. Mhm. Für den Bau, den ich da machen will. So, dann hier Holz. Ich würde ganz gerne mit... Was wollen wir denn bauen? Ich nehme mal Tropenholz mit, oder? Ich glaube, Tropenholz ist ganz passend für die Wüste. Das finde ich ein bisschen zu hell. Ich nehme mal hier 264er Tropenholz mit. Das müsste eigentlich reichen, um eine kleine Hütte zu bauen. Ja, komm. Wir nehmen mal Fichte. So, ich nehme schon mal 11 hier, die sind angefangen. Die nehme ich mit. Leitern und so weiter, das können wir alles da unten machen. Das brauche ich nicht. Die Truhen nehme ich vielleicht schon mal mit. Dann haben wir schon mal als erstes ein bisschen aussehende Karte drin. Ach, das ist die, die ich gemacht hatte, genau. So, hier habe ich sogar noch Bücherregale. Gerüste brauche ich, glaube ich, nicht so hoch. Wird die Hütte nicht. Türen lasse ich auch alles da. Fässer. Nehme ich aber zum Aufbewahren mit, dann brauchen wir es nicht craften. So, was brauche ich sonst noch für den Hüttenbau? Ein bisschen Sand für Glas vielleicht. Also will ich Glasfenster reinmachen? Das soll eigentlich nicht so eine mega Hütte werden, oder? Ich weiß nicht, Leute. Soll ich da so ein riesen Ding hinbauen? Andererseits... Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, einen Ofen brauche ich auf jeden Fall. Einen Ofen nehme ich auf jeden Fall mit. Den müsste ich aber hier oben drin haben, ne? So, Ofen. So, ein Ofen, Ofen, Ofen. Was ist das hier? Schwarze Wolle. Was macht denn die hier drin? Keine Ahnung. So. Ach ja, genau. Und einen Bogen wollte ich mitnehmen. Für eventuelle Feinde in den... Dings, warte mal. Hatte ich nicht schon einen Bogen, der... Nee, leider. Warte mal, ich hatte ein Buch für Unendlichkeit, das wollte ich aber auf den Bogen nicht drauf machen, weil ich erst auf einen besseren Bogen gehofft hatte, glaube ich. Ne? Ich hatte aber ein Buch mit Unendlichkeit. Moment, ich muss mal gerade gucken. Sorry. Ich hatte doch ein Buch mit Unendlichkeit gefunden, oder? Ja, da ist er. Da wollte ich aber noch warten, bis ich ein Buch bekomme mit der Verzauberung für Reparatur, genau. Weil sonst kann ich den Bogen irgendwann nicht mehr reparieren und dann geht er mir flöten. So, dann lieber so. Ein paar Pfeile habe ich ja auf Tasche. Ich müsste mal eine Hühnerfarm machen. So, habe ich eigentlich... Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, ich habe... Entschuldigung. Ja. Erstmal das halbe Spiel erstmal auf friedlich gespielt. Entschuldigung. So, habe ich was getrunken. Alles klar, dann würde ich sagen, so, Boot ist am Start. Ja. Dann gucken wir jetzt gleich erstmal auf der Schatzkarte, wo die uns hinführt. So, standesgemäß erstmal hier raus. So, wo sind wir denn? Ganz da unten. Ach du Heilige. So, ich muss auf jeden Fall erstmal raus aufs Meer. Das ist ja meistens nicht ganz so weit weg. So. Und das nächste größere Bauprojekt kann ich auch schon mal ankündigen, denn hier vorne dieser kleine Pillar, der hier steht, das soll nicht so bleiben. Ich hätte da gerne einen kleinen, ja, Leuchtturm wäre vielleicht jetzt übertrieben, aber da soll auf jeden Fall ein Turm hin, der den Weg weist, ne? Weil, ja, weil Leuchtturm, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ein bisschen zu klein, der Hügel, um da einen großen Leuchtturm draufzustellen. Deswegen wird das eher wahrscheinlich ein etwas kleinerer Turm. Mal gucken. Wahrscheinlich werde ich wieder übertreiben, aber ja, mal gucken.
Ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt. Es soll auf jeden Fall auch eine Treppe mit rein, mit einem kleinen Treppenhaus, dass man dann oben drauf kann. Und entweder mache ich dann was mit Lava oben, mit Beleuchtung oder mit Glowstone. Das muss ich mal gucken. Aber wir waren ja noch nicht mal im Nether. Also, was rede ich denn da? Ja, ich müsste, wenn, wahrscheinlich sowieso Lava nehmen. Aber da Lava ja so viel vorhanden ist, unserem Haus, naja, muss ich mal gucken, ne? So, dann gucke ich nochmal Le Carte. Wir sind immer noch mega weit weg. Das lohnt immer noch nicht. So, mal schauen, ob wir heute, wie gesagt, schon vielleicht das Lager bauen können. Drüben bei Buffalo Bill. Ich nenne die jetzt einfach Buffalo Bill Schlucht, komm. Ich nenne die Buffalo Bill Schlucht, weil ich den Namen irgendwie cool finde. Mich verbindet übrigens auch ein bisschen was mit dem Namen. Jetzt nicht unbedingt was ihr so denkt, dass ich jetzt in meiner Freizeit am Wochenende mit dem Pferd durch die Wälder reite und dort Indianer jage oder irgendwas. Wobei, ich glaube, Buffalo Bill, der war ja Jäger, ja, aber, also ein Cowboy, irgendwie sowas, ne? Aber ich glaube, Indianer hat er jetzt nicht unbedingt was getan. Denn der gute Mann hat, als er gelebt, zu Lebzeiten, hat er diese berühmten Buffalo Bill Shows ins Leben gerufen. Das waren sozusagen... Naja, gibt es ja heute auch noch Buffalo Bill Show oder, ne, generell diese zirkusartigen Shows, die meistens auf so einer, ja, auf so einer Ranch, nicht, ja, wie soll man sagen, es ist so ein Aufbau, so ein Bühnenaufbau meistens, der ein bisschen größer ist, mit einer Westernstadt im Hintergrund, ist meistens alles Kulisse und dann wird dann mit Pferden und mit Kutschen und was weiß ich, wird dann so eine Art... ja, Wildwest-Szenerie aufgebaut und dann so Stunts vorgeführt und so weiter und so fort. Und das gibt's heute auch noch. So, und der hat damals damit angefangen, so als Showmaster sozusagen, als, ja, ne, diese Shows aufzuziehen. Und ich war als kleiner Panz, so mit 10, 11, weiß nicht genau, war ich mit meinen Eltern im Euro Disney in Paris. Ja, das war sogar noch vor der Zeit, bevor es diesen Space Mountain gab, den gab's da noch gar nicht, aber es gab schon die Westernstadt. Die gibt es ja heute auch noch. So, da ist unsere Markierung. Wunderbar. Ich finde das so geil, dass ich das einfach alles wiederfinde. So, da gab es eine Westernstadt. So, jetzt sind wir schon da oben. Warte mal, jetzt müsste ich mal wieder gucken. So, auf jeden Fall gab es da diese Westernstadt und dann auch die Buffalo Bill Show. Die war, glaube ich, auch da beheimatet, also in diesem Gebiet. Oh. Wir sind gar nicht mal so falsch. Die war dort in diesem Gebiet auch und hat dann abends stattgefunden und wir sind dann dahin, meine Eltern und ich. Und das war so gewesen, dass wir, ja, man könnte das jetzt nennen, also in den Zuschauerrängen wurden die Zuschauerränge aufgeteilt in mehrere Gruppen. Also man, ich glaube, es waren vier Blöcke in den Zuschauerrängen. Und alle bekamen so Strohhüte. Hey, wir sind richtig. Und auf diesen Strohhüten war oben eine Banderole um den... Also es war ein Cowboy-Hut, ne, als Strohhut. Und oben um den... Ja, oben... Der Hut hat ja oben diese Spitze. Und da waren Bänder drum gewickelt in verschiedenen Farben. So. Damit konnte man die Gruppen auseinanderhalten. Und wir waren, glaube ich, gelb. Ich habe den Hut, glaube ich, irgendwo noch. Und, ja, dann wurden einmal die Shows vorgeführt und die Zuschauer wurden aber auch involviert mit verschiedenen Aufgaben, die dann erledigt werden mussten. Zum Beispiel Zielschießen oder ja, die mussten irgendwas auf der Bühne machen. Ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiß aber noch ganz genau, was ich machen musste. Und weswegen ich auch der Held des Abends war. Oh, warte mal. Ist das eine Dublette? Ich will jetzt hier nicht reinfallen. Was zum... Sag mal, gibt es... Jetzt, bevor ich jetzt weiter... Es gibt anscheinend Karten, die doppelt sind. Es gibt Schatzkarten, die dasselbe Ziel haben? Wie scheiße ist das denn? Will ich nicht. Ciao, mach's gut. Komm nie wieder. Was ist das denn für eine Kacke? Entschuldigung, also... Und ich bin gestrandet. Moment. Das habe ich ja noch nie erlebt. Okay, das ist aber strange. Ich habe Dinge erlebt. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte nämlich gerade so, hä, ich war doch da schon. Die Schatzkarte hat mich voll in die Irre geführt.
Ja, das ist ja traumhaft. Das ist ja absolut spitze. Naja. So, und Minecraft ruckelt gerade. Das ist aber schön. So, pass mal auf. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier den richtigen Weg finde. So, wo war ich? Ach ja, die Aufgaben, die erledigt werden mussten. So, ich als kleiner Panz. Folgende Aufgabe war an die Zuschauer gestellt. Es wurde aus jeder Gruppe wieder jemand auserkoren. Die Moderatoren, es waren mehrere, haben in die Zuschauerränge reingeblickt und haben Leute, Freiwillige gesucht. So. Und ich weiß gar nicht, ich war früher eigentlich, ich war total der schüchterne Junge. Also wenn ihr mich irgendwo getroffen hättet mit 10, 11 Jahren, ich war total verschüchtert. Ich bin ja eigentlich nie groß so aus mir rausgegangen, sonst irgendwas. Eher selten, ne? Ich war eher zurückhaltend. So, und deswegen wundert es mich bis heute, dass ich das eigentlich gemacht habe, denn ja, die wollten anscheinend mich dann, obwohl ich mich nicht wirklich gemeldet habe, und ich war natürlich entsprechend dann, ich war jetzt nicht ängstlich, aber ich kam in Verlegenheit, sagen wir es mal so, ne? Weil ich dachte so, ja, was soll ich jetzt machen, so. So, und dann kam eine richtig coole Aktion, das feiere ich bis heute eigentlich, da hinten ist der Dings, ne? Und zwar, warte mal. Also eben hier das Boot wieder ins Wasser setzen. Hing vorne, also auf der Bühne, wurde eine riesige, riesige Zielscheibe heruntergelassen. Die hatte ungefähr die Größe von, ja, ich weiß nicht, so 3 Meter Durchmesser. Also war schon eine ordentliche große Zielscheibe. Die war auch bunt, ne, wie man so eine Zielscheibe halt kennt. Und jetzt sollten die Leute mit einer Winchester oder was das war, behalten. Das war kein echtes Gewehr, ne? Aber das war schon, also das sah jetzt halt nicht nur echt aus, sondern es wog auch einiges, also es war schon recht schwer. Ja, dann haben erst die ganzen anderen Leute aus dem Publikum, die halt auch aufgerufen wurden, es waren ja dann 4 Leute, die haben dann alle versucht auf diese Zielscheibe oder mussten auf diese Zielscheibe draufschießen. Und ich glaube, der erste hat daneben geschossen. Und dann gab es halt so einen Special-Effekt. Dann hat einer draufgeschossen und dann ist oben rechts eine Ecke rausgeflogen aus der Zielscheibe. Ich glaube, das war irgendwie ein Trick-Effekt. Da haben die wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Seil oder eine Ladung oder irgendwas angebracht. Und dann ist oben die Ecke einfach abgeflogen. Ja, so als Gag quasi so. Ja, er trifft nicht, aber er schießt oben die Ecke ab von der Zielscheibe. So. Und dann war ich dran, ja, ich, ja, ganz stolz wie Oscar, ne, mit meinem tollen Strohhut und alle am Anfeuern und bla bla bla, ne. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meinen Namen gesagt hatte, wahrscheinlich schon. Naja, war ja alles auf Englisch, ne, also ich konnte kein Englisch so wirklich, wusste jetzt auch nicht so wirklich, was die von mir wollten, aber naja, die stand dann neben mir, die gute Dame, hat dann mit mir das Gewehr festgehalten. Und da war mindestens Platzpatronen drin, denn ich weiß noch, dass der Lauf, der war sehr warm. Das heißt, da wurde schon irgendwas mit verschossen, allerdings natürlich keine echten Patronen. Naja, und dann habe ich so die Winchester dann hochgehalten, ne, mit ihr zusammen gezielt und natürlich, was passiert? Ich ziele und treffe natürlich genau die Mitte. Das hat man dann daran gemerkt, weil die Zielscheibe hat dann plötzlich wunderbar angefangen zu leuchten und zu blinken und irgendwelche Töne von sich zu geben. Die kamen irgendwie neben aus den Lautsprechern. So dieser typische Winning-Sound, so düdüdüdüdüdüd, irgendwie sowas, ja, kam dann. Und ja, alle am Jubeln, am Feiern, ne? Ich mich voll am Freuen, bla bla bla, ne? Und die alle so, yay! Und keine Ahnung, gibt glaube ich auch irgendwo noch Bilder davon, keine Ahnung, zeige ich natürlich jetzt nicht. So, und alle sich total am Freuen. Ja, und dann habe ich noch eine Medaille bekommen. Die war natürlich dann wieder aus Katzengold. Es war keine echte Goldmedaille. Ja, aber mit hier französische Flagge, Banderole, also das Band, an dem die befestigt war, war in den Farben der französischen Flagge. Klar, ist ja Disney Paris gewesen. Naja, und auf jeden Fall war ich dann den ganzen Abend über der Held. Ja, weil ich habe dann, ich glaube, unsere Gruppe hatte sogar gewonnen, weil die haben dann immer Punkte bekommen für die Aufgaben, die gelöst wurden. Und ich glaube, wir hatten sogar mit dem Team gewonnen. Und dann gab es natürlich, als wir rausgegangen sind, gab es noch die üblichen Fotosessions, die man machen konnte und so weiter, wie das hier in so Vergnügungsparks ist, ne? Naja, und manche, die dann an uns vorbeigingen, die haben mich dann auch wiedererkannt irgendwie noch, weil ich so eine auffällige blaue Jacke anhatte damals. Und dann haben wir so die Daumen hochgehalten und so. Und ich stand da so als kleiner, verschüchterter Panzer und dachte so, ja, hab doch gar nichts gemacht, so, weißt du. Ja, das war schön. Das war irgendwie ein cooles Erlebnis. Und ja, und das war die Buffalo Bill Show. Und deswegen kam ich jetzt nochmal da drauf.
war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. So, und ich muss schlafen, ganz dringend, bevor hier die ersten Unholde kommen. Hallo? Ich kann doch jetzt. So, das war wirklich eine sehr, sehr coole Nummer. Und ich weiß noch, dass ich damals so kaputt gelacht habe, als dem Typen da die Ecke da oben abgeschossen hat. Einfach so. So, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich die Schlucht hier auch wieder finde, ne? Bei aller Liebe und Erzählung. Ich glaube, da vorne war das, ne? Ich glaube, hier vorne. Ich könnte mir auch mal... Obwohl, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt eh ein permanentes Lager erstmal. Oder ein temporäres Lager, sagen wir es mal so. So. Mann, Mann, Mann. Dass ich mich doch noch so genau daran erinnern kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich hätte schon mehr davon vergessen. Aber, naja, gut. Ob das jetzt alles wirklich hundertprozentig noch so in meiner Erinnerung ist, weiß ich nicht. Aber die wichtigsten Sachen habe ich, denke ich, noch mir behalten. Ne, vor allem auch, dass ich mich zum Beispiel noch erinnern kann, dass die Waffe ziemlich warm war und so weiter. Und ich dachte, jetzt schieße ich hier gleich mit echter Munition. Man glaubt doch als Kind an sowas. Ne? Man denkt dann, ja, so und so. Ne? Und dann ist ja vorher die Ecke oben abgeflogen. Dann dachte man, ja, natürlich, die schießen da mit echter Schrotmuni oder irgendwas. Ne? Und der Typ war einfach zu dumm oder hat schlecht gezielt. Und jetzt ist da die Scheibe halb kaputt gegangen. Das war halt einfach nur alles Effekte. Ne? Die lassen ja die Leute da nicht mit echter Munition schießen. Das wäre ja noch schöner. So, hier sind die Akazien. Hatte ich ja auch schon mitgenommen, ne? Akazien? Akazien, ich weiß, aber ich sage immer Akazien. So, hatte ich, glaube ich, auch schon als Dingenskirchen mitgenommen. So, habe ich wirklich wieder auf Dings gestellt? Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Einfach, ja. Weil mich wunderte es gerade, dass irgendwie so gar keine Creeper oder sonst irgendwas hier rumeiern. Das ist so ein bisschen sehr merkwürdig. Nun gut. So, wo war jetzt die Schlucht? Meine Güte. So, das Schöne ist, dass hier ist auf jeden Fall die Wüste. Ich glaube, das war da hinten, ne? Sowas mag ich auch, ne? Hier so Jacuzzi-mäßig so ein bisschen. So, weil ich weiß, wir sind ja beim letzten Mal auch noch ein bisschen durch die Wüste gestapft. Und deswegen, mal gerade gucken. Ein Tempel hatte ich aber, glaube ich, noch keinen gefunden, ne? Ne, da war die Wüste, glaube ich, nicht groß genug. Ich bin da durchgelaufen. Da hatte ich ja festgestellt, dass die Wüste dafür nicht groß genug ist. Und dann haben wir aber die Schlucht gefunden mit den Minen. Also das ist ja ein ganzes Biom, das kann ja so weit weg jetzt hier nicht sein. So, das sieht schon mal gut aus, aber noch nicht perfekt. Das ist es, glaube ich, noch nicht, oder? Wenn, dann waren ja da überall die Eingänge und unten waren auch Schienen auf dem Boden. Warte. Im allergrößten Notfall muss ich nochmal in der Aufnahme nachher gucken, falls ich es jetzt nicht finde, aber wir finden die auf jeden Fall. Wir finden die schon. Das war ja nicht gerade klein und hier, wie gesagt, das Biom ist auch nicht gerade klein. Mal da hinten. Kann man mal gerade eine Kleinigkeit essen. Ist aber auch gar nichts los, ne? Keine Tiere, kein gar nichts. Ich frage mich gerade, ob Minecraft das überhaupt richtig geladen hat. So, das sieht auch nicht so gut aus. Ich müsste eigentlich hier so Westernmusik anmachen oder sowas, ne? Ich weiß gar nicht, ob es da was gibt. So, was haben wir hier? Das... voll der geile Canyon. So, da sind Schienen. Das heißt, dahinter müsste das eigentlich sein. Ja, ich denke mal, da in der Schule, wie komme ich da hin? Warte. Bin ich so weit gelaufen das letzte Mal? Oder ich bin weiter schräg reingelaufen von da unten. Ich glaube, das hatte ich gemacht. Ich bin da von schräg reingegangen. Ja, ja. Ich erinnere mich. So, wir können eigentlich hier durch den Canyon gehen. So, ist doch ganz komisch hier mit dem Grünen hier unten. Soll das so? Ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst hier. Aber gut. So, hier haben wir schon... Ja, guck mal, hier ist schon eine erste Truhe. Ja, hier war ich auf gar keinen Fall. Ja, moin. Ach komm, weißt du was? So, und dann machen wir einfach Folgendes. Ich nehme die Kiste mit. Und setze hier eine Fackel hin. Dann weiß ich, okay, hier war ich schon. Ich werde mir das mal irgendwie als... Dings machen, damit ich das schon mal so ein bisschen weiß. So. Jetzt bin ich trotzdem ganz hier unten. Verdammt. Ich will doch in den Canyon rein.
Versteht mich doch. So, zack, zack, zack. Ich weiß auch schon, wie ich die Folge nenne. Wahrscheinlich heißt sie dann Buffalo Bill Show. Ist ja klar. So, dann hier einmal Keramik. So, ich denke mal, ich werde auch dann hier so ein Ding mitnehmen. So, wo ist jetzt das Ding? Also, die Schlucht mit den Minen. Da oder hier? Okay, da nicht. Dann ist es da. Kann ja noch hier vorne sein. So, hier das hier. Auch nicht. Doch, das müsste doch. Doch, da, da, guck, da ist die Schiene. Jawohl, wir haben es gefunden. Sehr gut. Da hatte ich nachgesucht. Da war nämlich unten in der Mitte eine Schiene und da will ich auch in die Nähe unser Lager hinbauen, beziehungsweise genau hier so quasi. Und dann haben wir ja hier überall die kleinen Eingänge mit den, hier sieht man schon Spinnweben und da ist eine Mine und keine Ahnung, die sind hier überall. Ich glaube, die Kiste hatte ich auch schon geleert, die hier ist, ne? Nö, hatte ich nicht. Warum hatte ich die noch nicht geleert? Ist egal. Macht nichts. So, wunderbar. Und wenn ich die Zeit so sehe, hat das jetzt genau gepasst, um hier hinzureisen. Und ihr habt eine kleine Kindheitsstory noch von mir gehört. Ich denke, das ist okay für die Folge. Und dann machen wir beim nächsten Mal direkt hier weiter und bauen ein kleines Lager und gehen hoffentlich auch schon in die erste Mine rein. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.